Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle alle Freunde des Schuhwidu-YouTube-Kanals und die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Da hatten wir doch letztens bei einem Verkaufsgespräch wieder diese spannende Frage gehabt, wenn man dann so in der Beratung mit drin ist und es ist vielleicht auch der erste Kauf. Aber nicht nur da, muss ich sagen, taucht sozusagen diese Frage immer wieder auf, nämlich wann ist denn dann ein Schuh zu klein? Und dann gibt es ja immer so wie viel Platz darf denn noch nach vorne hin sein? Ja, Fakt ist auf jeden Fall erstmal eins, Ihr Kind wird es Ihnen in 90% aller Fälle nicht sagen, gerade wenn es sozusagen das Tragen von zu kleinen Füßen schon, von zu kleinen Schuhen schon antrainiert worden ist im Laufe der Zeit. Was zum Beispiel passiert, wenn ich immer nur in dem Willen, es gut zu machen, Schuhe nur eine Nummer größer kaufe? Weil damit kann ich sozusagen diese Wachstumsschübe, die es innerhalb eines Zeitraumes gibt, nehmen wir mal ein Quartal, ein Jahr, ein halbes Jahr, die kann ich praktisch damit nicht abfedern. Gibt Kinderfüße, bei denen das vielleicht funktioniert, aber ich sag mal so, das sind vielleicht 5% aller Fälle. Und jetzt dürfen Sie gerne mal überlegen, wie Sie das so handhaben. Aber dessen ungeachtet besteht ja die Frage also immer noch, wann ist jetzt ein Kinderschuh zu klein? Weil, wie gesagt, auf die Äußerungen von Kindern kann man sich da im Allgemeinen nicht verlassen. Ich lasse jetzt auch mal das Alter außen vor, weil wir wissen ganz genau, ich kann einen kleinen Kinderfuß eines Kleinkindes, das war jetzt das Wort, das schwierige Wortstellung, kann ich sozusagen zusammenschieben, weil er eben halt noch Wachstumsfugen hat und die sind noch nicht verknöchert. Ne? Also wie bei den Fingern, so ist das auch bei den Füßen. Man kann den Fuß zusammenschieben und demzufolge wird also ein Kleinkind, ich sage mal so bis 5, 6, 7, ist bei mir noch Kleinkind. Wird es also noch so sein, dass ein Kind nicht definiert, der Schuh ist wirklich zu klein. Auch da ist wieder der Unterschied, je älter ein Kind wird, desto mehr kann es darüber aussagen. Aber wie gesagt, wir sehen es auch hier jeden Tag immer wieder, dass selbst größere Kinder und größere Kinder fangen dann schon so ab 6, 7, 8 bei mir an, wo ich dann sage, hast du das nicht gemerkt, dass das vorne? Nö, alles easy, hat alles gepasst. Was noch? Ne? Deswegen ist auch die Frage, wenn man das Kind immer nur fragt, passen deine Schuhe noch, werden sie in 90% aller Fälle ein alles überzeugendes Ja erhalten. Also muss man sich dann halt mal selber kundig machen. Und das würde als erstes immer mal bedeuten, man tut die Füße aufmalen. Zum Beispiel und tut das dann in die getragenen Schuhe hineinlegen. Nun haben ja auch viele Schuhe und auch darüber haben wir schon ein Video mit eingestellt, herausnehmbare Innensohlen. Die machen das natürlich auch noch ein bisschen leichter. Aber auch das ist gar nicht immer so einfach, wie es am Anfang immer ausschaut. Es bedeutet nämlich, dass man nicht nur die Schweißspur beobachtet oder den Abrieb, den jetzt sozusagen der Fuß auf dieser Sohle hinterlässt. Hier haben wir mal so ein schickes Exemplar. Na? So, also eine schöne helle Ledersohle. Ich sehe den Abdruck und hier hätte jetzt sozusagen das Kind noch einen Freiraum von circa 4 mm gehabt. 4 mm bedeutet jetzt in dem Sinne, hier ist die Zehe, wenn der Fuß abrollt und das Kind entspannt über einen längeren Zeitraum läuft, nimmt es also mehr Platz in Anspruch. Der Fuß wird also länger beim Längerlaufen, dann braucht es natürlich auch mehr Platz im Schuh. Und deswegen ist dann immer, wenn man jetzt hier schon, ich sage gut, hier hätte man vielleicht noch 2, 3 Wochen warten können, den Schuh weiterhin nutzen. Und dann wäre das sozusagen auch wieder am Ende der Fahnenstange gewesen. Und dann haben wir hier noch einen anderen Kandidaten, da sieht man es auch sehr schön. Hier sieht man schon, wie nah das Kind, also sozusagen beim Laufen mit der großen Zehe dann sozusagen an die Sohlenkante herangekommen ist. Das heißt also, hier sind wir auch, während wir eine Markierung haben. Sie sehen es also, wir sind hier dann schon bei dem Markierung, bitte Größe wechseln, neue Schuhe kaufen, bedeutet das dann immer.
Ja, weil nicht immer kann man sich jetzt auch als Elternteil zum Beispiel darauf verlassen, dass so eine schöne Markierung mit drauf ist. Ich zeige das jetzt mal hier bei den beiden Sohlen. Also hier habe ich zwar eine Markierung schön aufgezeichnet, wobei das dann auch immer bedeutet, bitte nicht hier unten diese Markierung nehmen, sondern die Mitte hier rüberziehen. Dann bin ich praktisch bei den 12 mm Freiraum. Weil wenn ich nämlich mit der großen Zehe hier anfange, dann habe ich sozusagen einen Charlie Chaplin Fuß. Ist ein bisschen unglücklich gewählt, aber Kunden, die bei uns die Schuhe kaufen, weisen wir darauf hin, dass bitte nicht die Markierung, sondern diese Markierung gewählt werden sollte, dass wohl die große Zehe dann sozusagen hier endet. Dann habe ich auch diese 12 bis 14 mm Platz. Etwas anderes ist es bei dem Lieferanten, und auch das findet man in Barfußschuhen sehr oft, dass also keine Markierung für eine Größenskalierung vorhanden ist, sondern wo ich mir dann sozusagen als Elternteil selber sehen muss, haha, wie sieht es denn jetzt aus? Und hier in dem Falle sage ich dann oder erkläre ich es dann gerne meinen Eltern, dass man dann sagt, also spätestens, wenn mein Kind beim Abrollen hier vorne diese Markierung touchiert, berührt, ich also Abrieb dort schon feststelle, bedeutet das, dass man da schon wieder die nächste Größe dann kaufen sollte. Eine neue Größe, Entschuldigung, nicht die nächste, sondern eine neue Größe. Ja, weil es bedeutet ja dann auch immer, gerade wenn ich dann einen neuen Schuh nehme, berücksichtige sozusagen den neuen Freiraum, bin ich also nicht nur bei einer Nummer, wenn ich jetzt nur eine Nummer größer nehme, weil dann hat mein Kind auch nicht gerade viel gewonnen, sondern dann bin ich immer bei zwei Nummern mehr. So, also ein Schuh ist dann immer zu klein, aber wenn das Kind mir das natürlich sagt, worauf ich mich natürlich im allerwenigsten Fall wirklich verlassen kann, weil wenn ein Kind das sagt, dann ist wirklich, ich sag mal sozusagen, Ende der Fahnenstange schon längst erreicht, und ich sollte es bitte als Möglichkeit kontrollieren. Kontrollieren Sie das regelmäßig, machen Sie es bitte einmal im Monat. Es gibt Eltern, die machen das jede Woche oder alle 14 Tage. Das ist schon fast wie so ein kleines Rollenspiel, dass dann auch da die Sohle herausgenommen wird und gezeigt wird, komm, zeig mal, Mama möchte mal gerne sehen, wie viel Platz ist noch nach vorne hin. Dadurch, dass die meisten Lieferanten auf einlegbare oder herausnehmbare Innensohlen jetzt umgestiegen sind, sollte das im Allgemeinen auch kein Problem sein. Bei Schuhen, die das nicht haben, machen Sie es so, wie ich es eingangs erwähnte, malen Sie den Fußabdruck an. Stecken Sie ihn in den Schuh und sehen sich das Ergebnis dann mal an. Besser geht es, glaube ich, nicht, weil, wie gesagt, Schuhe sollten passen und nach Möglichkeit noch ein bisschen Freiraum haben. Dann wäre es optimal. Also, ich hoffe doch, ich konnte euch wieder weiterhelfen. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Einen lieben Gruß an unsere neuen Abonnenten. Bleibt recht fleißig und neugierig, und dann gerne bis zum nächsten Mal.